Ah, hier müssen wir auch nochmal uns was einfallen lassen mit Beleuchtung, mit Absperren und so weiter und so fort. Jetzt brauchen wir erstmal... Was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ein bisschen Gravel? Die Bücherregale können auf jeden Fall raus. Nein, die Bücherregale sind aber dekorativ ist. Da gehören die mit rein. Das Glas brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Glas kann auch erstmal raus. Outer City läuft noch. Wir sind schon bei 1 Stunde 17. Nice. So, 2 Stunden wollte ich aufnehmen, ne? Damit ich mal wieder euch eine Woche... Hallo? Damit ich euch mal wieder eine Woche am Stück präsentieren kann. So, Gravel. Für den Weg. Ich weiß gar nicht, warum ich das Minecart jetzt noch in der Tasche habe. Mein Cut gehört dahin. So, in jedem Fall weiß ich schon, wie ich die Folge beenden werde. Die Folge ist auch geil. Aufnahme-Session. Das eine Mein Cut, das kann erstmal bei Ausrüstung rein. Das brauche ich jetzt erstmal nicht weiter. Und dann geht es jetzt erstmal ab in die Pofe. Bisschen Pofen, da brauche ich gar nicht hin. Ach so, was ich eigentlich gucken wollte. Nee, Tag-Nacht-Schalter funktioniert. Der funktioniert auch übrigens noch in der 1.3 hervorragend. Also das ist zumindest in meinen Welten der Fall gewesen. Nur ein doppelt geschalteter Nachtschalter hat bei mir nicht ganz funktioniert. Obwohl er vorher halt funktioniert hat. Komisch. Ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das nur bei mir der Fall. Also da ist irgendwas schiefgelaufen dann. Gut, wir haben alles dabei. Dann werden wir erstmal die Wege miteinander verbinden. Weil dann haben wir das nämlich auch schon mal fertig. So. Und dann werden wir hier schon mal einen Weg so weit fertig machen, bis zu den Schaltern zumindest. Halt! Das ist, glaube ich, die falsche Seite, ne? Ist ja eigentlich egal. Das war ja jetzt auch eine geile Überlegung von mir eben. So. Ne, unter anderem sind wir dann endlich mal das Gravel-Scheiß ein bisschen los. Wovon ich ja wirklich extrem im Lager habe. Habe ich zumindest das Empfinden. Wow. Gib ihn her. Ja, sauber. Schön! Tja, das bedeutet, gleich das Feld wieder neu machen. Aber jetzt sehen wir wenigstens, ob das funktioniert oder nicht. So doof, Alter. Dann muss ich das ja auch laufen lassen. So, wollen wir mal prüfen? Prüfender Blick. Also horstiger als ich geht nicht, ne? Ja, dann lassen wir das halt mit einer... Boah, Alter, ey. Da geht der Rechner auf meine Knie. Meine Framerate droppt gerade auf 22 von 60. Also von normalerweise 60. Achso, weil hier noch keine Schilder sind. Ja, aber es funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Aber nicht ganz. Wieso sammelt sich das jetzt alles da? Ach, weil da jetzt der Fluss von da kommt. Wahrscheinlich. Den anderen lasse ich mal laufen. Prüfender Blick. Da. Ja. Das funktioniert so.
mir gerade nur gedacht, das ist vielleicht ganz geckig. So, dann machen wir hier auch nochmal wieder zu. Und dann geht's jetzt nochmal... Nee, wir werden erstmal ins Lager gehen und das auffangen, was da kommen wird. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. So ein Scheiß. Entschuldigung für diese Aussprache, Ausdrücke, aber das ist jetzt ja wirklich gerade voll der Abfuck gewesen. Oh, gleich das nächste Stimmwort. Abfuck. So, dann brauchen wir nicht mehr. Das Gravel-Zeugs kann hier auch erstmal wieder... Wo ist das? Das ist das ja. Das Gravel-Kram. So, dann können wir mal hier uns hinstellen und dann mal gleich die zwei Glasdinger da. Ja. Man könnte ja noch hier so ein Glasdingens einbauen, dass man hier irgendwie wenigstens, dass man hier gucken kann, was da kommt irgendwie. Und wenn, wann es kommt. Das ist gerade so eine Idee meinerseits. Hm. Das müsste ich aber in einer Kopie mal testen, ob das geht, wie ich mir das gerade denke. Das war's schon? Okay. Tja, dann geht's nochmal los. Das Feld neu hier, ne? Bestücken und so. Und dann werden wir nochmal ein bisschen Zeugs uns einpacken und werden mal kurz verschwinden und werden mal einmal Holzfäller spielen. Okay, das ist... Das ist, ja. Wieso komme ich hier jetzt nicht raus? Hallo, lass mich raus. Ich will hier raus. Dann hack ich das hier halt auch noch kaputt. Tja. Gut gemeint, aber doch irgendwie scheiße. Da müsste ich ja noch ein höher gehen. Ja. Nee, dann muss ich da noch irgendwie einen höher oder so. Kommt gerade noch eine andere Idee. Aber die möchte ich erst in der Kopie ausprobieren. Weil ich habe gerade mal überlegt, man könnte ja hier vorne so eine Art Stopperkolben machen. Die könnte man mit denen da hinten kombinieren. Dass wenn man... ich glaube, das wird nachher zu viel, ey. Die könnte man mit denen ja kombinieren. Wenn die runterfahren, fahren die aus. Und wenn die... Aber das ist Blödsinn. Nee, doch, warte mal. Also ich bringe diesen Gedanken gerade mal zu Ende. Die letzte Reihe... Also quasi diese hier. Diese hier, ja? Wenn man da jetzt... Glas setzt und darunter ein also nur, dass man es noch sehen kann, und darunter setzt man einfach einen Pisten, einen Sticky Pisten, also halt die ganze Reihe durch dann, ne? Und dann kombiniert man die Kolben miteinander, also die Schalter. Das bedeutet, wenn halt die runterfahren, fahren die aus und stoppen das Getreide da vorne. Und wenn die anderen wieder runterfahren, dann fahren die runter. Ne, wenn die wieder ausfahren, fahren die runter. So dass man sieht, dass unten das ganze Loot ist. Oder der, dem die das Loot. Dann fahren die runter und mit dem Restwasser wird das Loot oder wird der Kram hier da unten reingedrückt. Also ich halte das irgendwie gerade für eine recht nette Idee. So an sich. Aber das müsste man dann auch wieder... Nee, zeitversetzt muss man das gar nicht ansteuern. Nö, die können ja sofort ausfahren. Weil, sag mal so, man verliert dadurch eine Reihe von dem Feld. Und ich habe eben gerade schon so innerlich gedacht, als ich da in die Kiste geguckt habe, wann? Wann möchte ich bitte diesen ganzen Quatsch, den ich da habe, wann möchte ich das eigentlich aufbrauchen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, dann das zweite Feld. Und ich glaube, diese Folge wird benannt irgendwie Feldarbeit wider Willen oder so. Oder Feldarbeit. Schon wieder.
So, heiter weiter. Erstmal die 8 weg. La la la. Gott, wenn ich nur an früher denke, wie lange hat das gedauert, so ein Feld zu bestellen, weil man hier mal im Schleichgang rübergehen musste. Weil man ansonsten hier, ne, das ganze Land wieder zurückgeflücht hat oder umgeflücht hat. Das ist jetzt wieder eine so urspannend. Ein Let's Player, der sein Feld bestellt. Das ist sowas von spannend. Ja, dann habe ich mir nochmal was überlegt. Da wird's aber, sag ich mal, das wird ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, wie das laufen wird. Ja. Wo fange ich da an, das euch zu erklären? Das ging mir hier schon so lange so auf den Sack. Dieses Schaf. Also ihr kennt ja alle diesen, ne, den Let's Play. Egal, ich sag's mal einfach so, wie ich es denke. Also ihr kennt ja alle Gronkh. Ich habe mir jetzt mal vor kurzem ein paar Videos von ihm angeschaut. Aus purer Neugierde habe ich mir ein paar Videos angeschaut. ihr wisst ja sicherlich, ihr wisst ja alle sicherlich, dass er so eine Art Livestream macht, sondern er macht das Ganze über Twitter. Er hat dann ja auch immer so irgendwie Gäste scheinbar dabei. Also jetzt hatte ich zuletzt da Folgen gesehen, da war Trash Tasmani bei. Und Trash Tasmani finde ich eigentlich so an sich nicht schlecht. Jetzt muss ich nur gerade mal Holz. 3 Stück. Na, ich brauche noch... ein neues Bett. Dann brauche ich... Also, ja, während ich mir hier so ein bisschen Stumpfsinn zusammensuche, denke ich meinen Gedanken jetzt gerade weiter. Wie gesagt, er hat ja nicht direkt einen Livestream mit QuakeNet und so weiter. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da in diesem QuakeNet und so, da bin ich überhaupt nicht versiert drin. Gar keine Ahnung von. Jedenfalls hatte ich mir das mal angeschaut, wie er das macht da mit Twitter. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht auch mal mache. So eine Art Live-Let's Play, wo ich dann halt auf Tweets eingehe. Also ich habe ja die Möglichkeit, das wisst ihr ja von mir mittlerweile, denke ich mal, dass ihr das wisst, mit meinem zweiten PC. Dass ich da einen zweiten Monitor halt so oder so dran habe. Und, ja. Ich könnte dann halt auf Tweets von euch eingehen und könnte da Fragen beantworten und so weiter. Jetzt ist halt das Ding, ob sich das lohnen würde. Also wer mich bei Twitter hat oder suchen will, in der Videobeschreibung ist, glaube ich, der Link zu meinem Account drin. Hoffe ich. Und ich verbinde oder habe ja auch Facebook mit Twitter verbunden. Bei Twitter muss ich allerdings dazu sagen, da schaue ich sehr, sehr selten rein. Sehr, sehr selten, ist volle Kanne untertrieben. Ich schaue da nie rein. Warum? Keine Ahnung. Bei Facebook ist irgendwie alles so einfach, weil... Ja, keine Ahnung. Bei Facebook, da schickt man die Links irgendwie anders, ohne diese Hashcodes und so weiter. Oder Hashtags. Von diesen Hashtags habe ich sowieso null Peil. Aber das ist eine andere Geschichte. Zack. Da hat er doch getroffen. Unser Suizidschaf ist auch noch immer da. So wollte ich das hier haben. Jetzt möchte ich aber einmal hier irgendwie... Ups. Das muss auch mal weg. Ja, was reinfällt in die Lava, fällt rein in die Lava. Das ist mir gerade echt vollkommen Mumpe. Eine Schaufel habe ich noch? Ja, habe ich noch. So, zack. Nehmen wir die mal.
da. So.